So, jetzt steht vor mir der Herbert, Ringarzt. Und deine heutige Position, klar, ist als Arzt hier zu sein. Herbert, wie kamst du denn dazu, Ringarzt zu werden? Nicht nur Ringarzt, ich bin auch Sportphysio, Lymphödemtherapeut. Ich hab mich so langsam von peu à peu nach oben gearbeitet. Aber meine ganz besonderes, wie soll man sagen, wo ich dann gemerkt habe, dass ich Lymphödemtherapie mir nichts mehr geholfen hat. Und dann habe ich mir, weil die Ärzte aus Karlsruhe gesagt haben, man müsste bei mir eine Therapie machen, nämlich mit Bestrahlung und Chemikalien, also mit Chemie. Und da war ich nicht mehr mit einverstanden. Ich bin dann nach Hause und hab mir den Termin in Heidelberg, den ich schon hatte, ein halbes Jahr zurückgesetzt. In der Zeit, wo ich den Termin nicht eingehalten habe, habe ich mir 104 Blutegel in den Mund gemacht. Jeden Tag 2-3 Stück. Und wo ich dann in Heidelberg ein halbes Jahr später angekommen bin, wurde ich operiert. Und der Professor Hoffmann aus Heidelberg, der hat mir danach bestätigt, dass die Operation gelungen ist, aber er konnte sich nicht erklären, woraus das einfach nicht mehr da war, meine Erkrankung. Sie konnten nur noch meine, wie soll man sagen, das Gewebe, wo abgestorben war, über die Behandlung der Blutegel, einfach nicht mehr da waren. Also ich habe bis zum heutigen Tage keine Probleme mehr. Ich habe nur vom Professor Hoffmann erfahren, dass ich gesund bin. Wow, aber wie bist du denn auf die Idee gekommen, dir Blutegel an den Mund zu legen? Wollen wir so sagen, ich mache seit 81 schon Blutegeltherapie. Und da habe ich schon auch Mama-Amputationen verhindert. Und da waren auch schon ältere Frauen da, wo sich wirklich nicht mehr glauben konnte, dass sie noch mal weiterleben darf. Auch da habe ich Blutegeltherapie gemacht. Natürlich, über meine Jahrzehnte Erfahrungen konnte ich viele erreichen, wo es mitgemacht hat. Und die waren alle sehr überzeugt. Ich habe eine von meiner Nachbarortschaft Kneipsheim, die Kindergärtnerin, die war 4 Jahre krank. Und die, es war komisch, die kam 4 Jahre, die wollten sie dann mit 52 in die Rente schicken. Und dann kam sie zu mir, ich habe sie untersucht. Ich habe nur Triggerpunkte bei ihr geschaut, ob da was ist. Da war was. Das 2 Tage später, die war freitags bei mir zur Behandlung, wo ich sie dann auch behandelt habe. Und am Sonntag hat sie mich angerufen. Alles gesund. Und das ist alles super. Und bis zum heutigen Tag hat sie nichts mehr. Mega. Aber solche Sachen, also Blutegel, musst du jetzt noch nicht bei einer Sportverletzung beim Boxkampf machen? Also ich habe, doch. Ich habe ja viele Sportler, also Boxer, viel, Fußballer auch, aber meistens Boxer. Wenn sie da Probleme haben oder da, ich habe sie innerhalb von 2 Tagen wieder hingebracht, wo sie hingehören, wo sie auch wieder ihre Leistung abliefern können.
Mega. Und was verbindet dich denn mit dem Boxsport? Alles. Mein Vater hat geboxt und meine Freunde und Rainer Rottwald. Und einfach, ich war auch schon beim KSC, beim Fußball. Ich bin Fußball beim KSC, 10 Jahre gewesen. Aber mich interessiert mehr die Boxen, das Boxen. Was war denn so die schlimmste Verletzung, die du mal behandeln musstest während eines Boxkampfes? Während eines Boxkampfes? Sarah Baumann in Offenbach. Die hat ja den Kopfstoß bekommen von der Mexikanerin. Und ihren Arzt wollte einen Kampf abbrechen. Dann kam sie sofort zu mir und ich habe das zugemacht. Über 10 Runden habe ich sie durchgezogen. Und ich habe noch nie, seit 81, noch niemals einen Abbruch gehabt wegen Verletzung, wegen Kratzen. Noch nie. Ich habe noch niemals einmal einen Abbruch gehabt. Mega. Und gab es denn hier heute beim Karlsruher Weihnachtszirkus auch schon Verletzungen, die du behandeln musstest? Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Aber da war ja der Schwarz war ja da, wo ich auch gleich zugemacht habe. Es war auch was da. Musstest du auch gleich behandeln? Ja, ich habe ihn sofort behandelt und war auch kein Abbruch. Und wenn du jetzt noch so an die nächsten Kämpfe denkst, die es jetzt noch so gibt, wie ist denn so deine Prognosen? Wer wird denn gewinnen jetzt beim Daniel Dietz und bei der Sarah Baumann? Sarah Baumann habe ich von Anfang an. Und ich kenne die Sarah Baumann ganz genau. Ich kenne auch den Dietz, Triple D. Es wird eine ganz. Also, ich hoffe, dass die Sarah, die hat es auch verdient, gewinnen würde. Verdient. Auch, aber ich bin da noch etwas im Schwanken. Bei der Sarah, ihr könnt es zutrauen, aber mit viel Glück. Dann wollen wir auf jeden Fall mal hoffen und sind schon ganz gespannt, wie dann nachher der Kampf ausgeht. Wo bist du denn als nächstes? Beziehungsweise wie gehst du denn zu den Boxkämpfen? Bucht man dich oder wie kommst du zu den Boxkämpfen? Ja, ich bin ja bekannt. Ich bin ja bei allen. Ich bin überall. Bei wie vielen Boxkämpfen bist du denn schon so gewesen? Oder? Seit 81. Da bin ich überall. Kann man gar nicht mehr zählen. Und in 2024 gibt es da schon den nächsten Boxkampf, wo du auch bist? Das wird sich heute Abend entscheiden. Das wird sich heute Abend zeigen. Ja, da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Und ich bedanke mich recht herzlich für das Interview. Vielen Dank. Vielen Dank. Wünsche ich Ihnen.